Leider muss der Zoo ja momentan ohne seine Besucher auskommen. Für einige Arbeiten kann das aber auch sinnvoll genutzt werden. Neben unseren Tieren benötigen nämlich auch die Bäume Pflege. Und das geht natürlich einfacher, wenn keine Besucher im Park unterwegs sind. Hier seht ihr zum Beispiel, wie Totholz herausgeschnitten wird, was in diesem Jahr aufgrund der Hitze und anhaltenden Trockenheit leider vermehrt notwendig ist. In den Tiergehegen kann abgestorbenes Holz oft erhalten werden und so zur Arterhaltung von Insekten und Pilzen beitragen. In den Besucherbereichen muss es aber zur Sicherheit aller entfernt werden. Unsere Bäume sind im sogenannten Baumkataster der Stadt Frankfurt erfasst und werden gemeinsam mit dem Grünflächenamt der Stadt regelmäßig kontrolliert und gepflegt. Im Zoo stehen viele sehr alte Bäume. Einige sind schon über 150 Jahre alt und seit Zoogründung Teil des Parks.